Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Oben rechts ein kleiner Hinweis, das Spiel wurde mir kurz vor wieder zur Verfügung gestellt. Wir sind in der vierten Liga, 11. Platz mit 11 Punkten. Was haben wir im Post-Ferienbach hat sich erholt? Ich habe von euch gelernt, dass der gute Jotten, den wir jetzt leider schon zum Mittelfeldspieler gemacht haben, der muss erst Verteidiger lernen, um dann Libero zu werden. Und ich würde ihn gerne als Verteidiger nehmen, weil der hat 32. Ich versuche den jetzt mal quasi umzuschulen, dass der da was Neues lernen kann. Du bist 18, du könntest eigentlich mal Tunneln lernen, ne? So schnelle 17 Monate und dann 24. Ist okay, Tunneln haben wir noch gar keinen. Wir haben noch keinen, der tunneln kann. Wir haben aber schon einen mit einem Kanonenschuss. Von daher ist das okay. Die sollen eine Verteidigung. Fehrenbacher lernt da mal bitte Pässe. Jotten lernt Verteidigung. Die lernen alle Pässe. Die lernen alle Genauigkeit. Das ist okay. Verteidigung. Pass, Genauigkeit. Alles klar. Okay, dann probieren wir mal den Jotten. Wie sieht es denn bei dem aus überhaupt hier? Spezialisierung. Den kann ich jetzt gar nicht mehr umdingsen, ne? Scheiße. Kann ich den jetzt nicht mehr zum... Na gut, okay, da brauchen wir dann einen anderen. Dann können wir das auch nicht machen. Aber der hatte so gute Verteidigungswerte, deshalb werde ich ihn sehr gerne da... Ich lasse ihn einfach mal da drin. Er hat ja gute Verteidigungswerte. Vielleicht lernt er dann irgendwie noch Verteidiger dazu und wird dann Verteidiger. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir die Klasse halten. Jetzt gegen Kickers Offenbach. Die sind direkt hinter uns. Sind quasi ein Konkurrent um den Nicht-Abstieg. Okay, kein schlecht mit Fertigkeiten. Das ist okay. Mir wurde auch gesagt, ich soll versuchen, vielleicht die Passwege zuzustellen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Bringen wir den Fehrenbacher dahin, dann haben wir da ein bisschen geblockt und wir machen da mal auf außen. Aber der Täubner ist noch ziemlich kaputt, der Schänzer aber auch. Das heißt, wir haben jetzt auch keinen weiteren Stürmer mehr. Oder wir nehmen noch einen Mittelfeldspieler mit rein. Den Poschner vielleicht für den Schänzer. Und der spielt dann da. So sieht das jetzt aus. Haben wir da noch einen stehen, der vielleicht dann bessere Pässe spielen kann? Ich probiere es einfach mal. Wir spielen gegen Kickers Offenbach und kann man auch bitte, ja genau, dass wir ein bisschen besser uns unterscheiden können. Nur ganz kurz husten, Entschuldigung. Okay, es ist sehr, sehr schneeig hier. Da wollen wir nochmal sehen. Erstmal der Pass von Kickers Offenbach, da vorne ist der Kehler. Der Kolb läuft sich frei. Lassen wir Kolb erstmal als Libero sein und werden dann den Jotten so langsam aber sicher aufbauen. Langer Pass, da steht ein Gegenspieler im Weg. Okay, alles klar. Aber da machen wir trotzdem hier einen langen Pass hin. So, da kann der Poschner. Der könnte jetzt auf den passen. Oder Genauigkeit 25, Genauigkeit 13. Also wenn dann auf den. Wir haben noch zwei Aktionen. Wir probieren mal auf den zu passen. So, und jetzt mit dem Schiff. Wenn ich mit dem Schiff abziehe, 13, 21, 35, 24. Oder ich könnte ja doch auf außen gehen. Ich gehe mal auf außen und probiere da den Ball zu halten, ohne Kontrolle anzuwenden. Vielleicht klappt es, ich weiß es nicht. Ich probiere es gerade mal wieder, haben wir schon den Ball verloren. Ich probiere mich immer noch aus, ist erst die zweite Saison, aber es ist immer noch ein großes Ausprobiering bei mir hier. Okay, jetzt hätte er hier ganz viel Platz. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir mit jemand anderem da rankommen. Neun, okay, warte. Jetzt haben wir nur noch eine Aktion. Du probierst mal den Ball zu holen. Du hast ihn sogar, sehr gut. Jetzt haben wir zwar keine Aktion, weil wir haben erstmal wieder den Ball. Vielleicht kann der Porsche den halten, aber ich glaube nicht. 18. Jetzt hat er 3. Okay, jetzt verliert er den Ball, ja. Okay, aber hat nur noch eine Aktion. Jetzt hält er wahrscheinlich auch wieder den Ball. Nee, er geht. Oh, er geht mit dem Ball. Alles klar. Wenn ich ihn jetzt angreifen würde, 9 zu 26. Hat leider nicht geklappt, schade. Jetzt haben wir natürlich keinen mehr da. Poschner positioniert mal ein bisschen da. Und du versuchst mal. Ja, obwohl der Passweg ist dann, glaube ich, nicht zu. Nee, der Passweg ist natürlich nicht zu. Okay, der läuft eh da raus.
Alles klar. Ja, mein Handy ausmachen, Entschuldigung. Sehr gut vom Kolb. So, Jotten. Da könntest du nur hinlupfen. Da kannst du aber normal hinpassen. So, es lernt natürlich Innenverteidiger. Das ist natürlich auch kacke. Okay, wir müssen den Jotten da doch wieder wegmachen. Wir haben hier niemanden mit Fähigkeiten irgendwie. 15 und 60. Wir probieren es mal. Kommt leider nicht an. Aber er kann ihn sich jetzt noch holen. Dann aber wahrscheinlich den Ball verlieren jetzt. Also eh Halbzeit. Alles klar. Ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Okay, wir müssen den Jotten da leider rausholen. Wir packen den Jotten nämlich dann dahin. Wir machen dann den Fährenbacher weiterhin zum Abwehrspieler. Dann ist er einfach defensiver Mittelfeldspieler oder so. Müssen wir mal gucken. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Da kam, ich will nicht sagen, da kamen eure Tipps zu spät, da kamen meine Videos zu spät, beziehungsweise ich habe zu lange am Stück aufgenommen dann wahrscheinlich. Das hilft ja dann alles nichts. So. Kannst du eigentlich dribbeln? 8 zu 28, 8 zu 44. Wir haben noch zwei Aktionen. Wir können einmal auf außen gehen, aber es bringt uns nichts. Dann gehen wir lieber einmal nach innen. Und versuchen hier den Ball mal zu halten. Wird schwierig, weil die jetzt alle drauf gehen können. Da der erste, ja, im ersten schon den Ball verloren. Ah, ja, 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 ja. Kiemlein, wie heißt der? Ne, Kiemlen. Geht auf außen. Wahrscheinlich, ach ne, jetzt haben wir auch noch, okay. Lippelt könnte jetzt mit zwei Zügen dahin. Das ist natürlich kacke. Ah, das ist ja der Jotten. Vielleicht kann der Jotten jetzt sich den Ball holen. Genau. Kontrolle 8. Kontrolle 12, Kontrolle 18. Könnte vielleicht zum Poschner. Der Poschner hat immer ein bisschen höhere Kontrolle. Dann kann der Poschner da vielleicht mal den Ball mal behalten. Oder es geht halt wieder 0-0 aus. Wir sind halt hier die 0-0-Könige quasi. Okay, wenn er jetzt den Ball holt, hat er nur noch eine Aktion. Er holt den Ball. Er hat keine Aktion mehr, Entschuldigung. Natürlich keine Aktion mehr. 19, der Kontrolle 14. Ja, sehr gut. Sehr gut gemacht. Und wenn jetzt der Pass auf den Schiff kommt, sieht aber schlecht aus. Das sieht aber schlecht aus. 8 und 35. Der kann halt überhaupt nicht passen, der Poschner. Ich probier's mal. Nein, schade. Okay, Schiff, probier mal, ob du den Ball holen kannst. Leider nicht. Ganz, ganz knapp, aber leider nicht. Es wird wahrscheinlich wieder ein 0-0 werden. Sehr schade, warum hältst du den Ball denn nicht, Mensch? Okay, Pässe 14, Pässe 6, das heißt, der Lippelt holt sich mal den Ball. So. Wir können leider keine Aktionen, die haben alle keine Fertigkeiten hier. Der Ball kommt eh nicht an, schade. Okay, dann muss er sich in ihr laufen. Noch drei Aktionen frei. Ich tippe 20 Euro auf 0-0. Wer hält dagegen? Meine PayPal-Adresse kriegt ihr dann. Der läuft jetzt noch einmal. Will rüberpassen und wir fangen ab. Okay. Ja, schade. Dann haben wir 0-0 gespielt. Auch nicht verkehrt. Poschner war der Beste. Sehr gut. Keine besonderen Ereignisse. Schade, schade, schade. Oh, warum hat Kolb denn mehr Erfahrung bekommen als die anderen? Achso, der hat wahrscheinlich so einen Skill, ne? Okay. Keine Spezialisierungsdings da. So, Jotten, den probieren wir mal zum defensiven Mittelfeldspieler zu machen. Das ist gar nicht so verkehrt. Den Fährenbacher dann zum Verteidiger und später zum, zwei Fans gewonnen. Zum, Libero. Wir haben 3 Punkte Rückstand. Es könnte sein, dass es wieder einen Abstieg gibt. Also Jotten bleibt auf jeden Fall dann hier. Der Fährenbacher bleibt dann da. Teubner und Schänzer sind wahrscheinlich wieder fit am Ende der Woche. Was sieht es denn hier? Wie sieht es denn hier transfermäßig aus? Bei mir noch ein Verteidiger, also relativ guten Verteidiger. Hier einen anfänglich guten Stürmer. Die sind alle. Den können wir uns noch leisten hier. Das ist ein guter Passer.
23 ist der auch erst. Überleg halt, ob wir den nicht holen wollen. Amateur-Mittelfeldspieler. Ich kaufe den mal. So. Da kann er auch direkt was trainieren. Du trainierst passen, ganz genau. Der kann Grätsche, Tunneln oder Abfangen. Abfangen und Tunneln nimmt sich halt nicht viel. Was macht das? Pass in den freien Raum und langer Pass zu Kontern. Scheint Talent schon für eine höhere Stufe besser war und dann besser alte Wände zu Mittelfeld. Ja. Ist eine defensive Offensive ohne Mittelfeld nützlich. Okay, lern mal die Grätsche, ist okay. So. Machen wir erstmal weiter, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, gegen Saarbrücken, den 7. Dann schauen wir jetzt mal, sind sie alle wieder erholt. Sehr gut, da kann nämlich der Teubner und der Schiff wieder rein. Den Steuer könnten wir vielleicht für den... Ne, der Jocken soll lernen. Für den Poschner, der ist auch schon was älter. So, der Fehrenbach, achso, wie spielt der überhaupt der Gegner? Der hat da einstehen, okay. Dann geht der Ried vielleicht mal dahin, dass der zumindest so ein bisschen im Laufweg steht. Der bleibt hier im DM, der Jotten. Er hatte da relativ frei, die haben aber auch noch Libero. Okay, so bleiben wir erstmal. Der Kolb bleibt auf jeden Fall drin. Der Fährenbacher muss dann noch sehr viel Verteidigung lernen. Achso, warte mal. Der Fährenbacher soll natürlich jetzt Verteidigung lernen, Entschuldigung. Und der Jotten soll Pässe lernen. So. Bleiben wir so? Ich glaube, wir bleiben so. Wir probieren es mal gegen den ersten FC Saarbrücken. Naja, so können wir die auseinanderhalten. Schauen wir mal. Es ist immerhin kein Schnee mehr, das ist ganz gut. So, Knoblauch im Ballbesitz. 25, 16, 12, der könnte durchgehen. Er geht durch, sehr gut. Und jetzt Teubner. Jetzt dribbeln würde 16 zu 37. Da ist ein Pfeil, der kommt hoch. Okay, ich hab's gesehen. Ich hoffe mal, wir können den Ball dann halten. Ja, können wir, sehr gut. Oh, wir ziehen sogar einen Freischuss, natürlich noch besser. Das ist natürlich noch besser. So, er positioniert sich erstmal. So, wer ist denn unser bester Passer? 23, 25. Ich glaube, du bist unser bester Passer. Der Knobloch. Genauigkeit 25, Genauigkeit 24. Stellt sich dahin, du stellst dich dahin. Du passt jetzt... Oh, da kommt der dazwischen gespurtet. Nein, der kommt echt nicht an. Das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Scheiße. Okay, wir haben ihn direkt wieder. Bringt uns leider nichts. Da kommt ja von da hinten da zwei Felder da durchgespurtet, Alter. Was ein Kack. Okay, der presst. Wir haben noch einen Kontrolleur. Ja, das soll es gewesen sein. Ah, schade, schade, Schokolade. Er steht da jetzt sehr gut natürlich. 9 zu 43. Achso, den wollte ich eigentlich. Dann nur noch 28. 10 zu 28. Nein, schade. Hätte klappen können. Was? Der hält jetzt einfach nur den Ball? Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Wir probieren es. Schade. Oh, faul. Haha, mein Ball. Er hat noch zwei. Er ist jetzt motiviert und hat wahrscheinlich noch eine Aktion. Nee, hat er. Oh, doch, hat er. Hat er. SK hat kein X. Ja. Gegen einen motivierten Heine können wir nichts machen. Der ist immer noch motiviert. Läuft jetzt noch ein bisschen, alles klar. Ich
Jocken könnte ihn aber eventuell. Ja, sehr gut Jocken. So, Kontrolle 8, Kontrolle 8, Kontrolle 14. Da sind aber zwei drumherum. Wir spielen erstmal hier auf Außen, sind dann aber leider nicht mehr im Ballbesitz. Das ist ein bisschen schade. Also wir kommen wahrscheinlich nicht mehr dran. Weil das heißt, er hat drei Aktionen. Warum steht da immer Erster? Ich weiß es nicht. Naja, die erste Halbzeit ist mal wieder 0-0. Nee, hä? Wieso bin ich hier nochmal dran? Was? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Jetzt komme ich eh nicht mehr dran, weil der macht jetzt Pressing. Der versucht, ihm den Ball abzunehmen, schafft es nicht. Und jetzt vorbei, oder nicht? Ja, okay. Ich weiß nicht, wieso ich da nochmal Aktion bekommen habe. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich den nicht was reinziehe. Und, Moment, ich überlege mal gerade. Ob ich den vielleicht hier vorne irgendwo hinziehe. So, einfach mal nur zum Testen. Wir probieren uns mal ein bisschen aus. Ich probiere mich ja immer noch aus, ihr wisst das. Ist mein erster Durchlauf in diesem Spiel quasi. Und das ist alles noch ein bisschen Trial and Error alles. Mit der Wallner. Was würde er tun? Mit der Wallner geht nach außen. Er könnte jetzt dazwischen gehen. Geht dazwischen und holt sich den Ball. Sehr gut. Jetzt hat er noch eine Aktion. Darf der auch nochmal? Er darf nicht. Okay. Und er lässt es bleiben. Okay. Da können wir nur hinlupfen, da können wir aber normal hinpassen. Und er ist noch motiviert, der Knobloch, das ist sehr schön. Dann kriegst du den Ball zu dem. Ich überlege gerade, zu dem oder zu dem. Er ist halt motiviert. Dann könnte er doch einen Schritt gehen und dann vielleicht mal abziehen. Ich probiere es mal, der Ball kommt an, sehr gut. Er kann keinen Schritt mehr gehen. Hey, hab ich vergessen. Ja, zieh einfach mal ab, schade, okay. Na, dass wir wenigstens mal wieder einen Torschuss haben, ist ja auch nicht verkehrt. Der kriegt da ein paar Pünktchen für. Schade, dass er jetzt nicht automatisch dazwischen gegangen ist. Okay, zieht er ab? Nein, er hält den Ball. Okay, warte mal. Was hat er? 56 Kontrolle, das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen nicht auf jeden Fall, aber es hilft, wenn wir da jetzt pressen. Sehr gut. So, und Jotten. 6-24. Ich komme nicht mehr richtig vors Tor hier. Ich kriege keine Chancen mehr erspielt. Das ist ein bisschen schade. Oh, zum Glück ist der Torwart noch da. Holla, die Waldfee. Zum Glück ist der Torwart noch da. Oh, sie brauchen jetzt zwei. Ah, die brauchen alle zwei Aktionen, bis sie da sind. Nein, das hat's schon. Warte mal. Wenn wir jetzt einen langen Pass spielen, dann würde man eine Aktion zurückbekommen. Ah, scheiße, und der bleibt hängen. Was hat das Risiko? Jetzt hat er hier freie Bahn. Jetzt hat er freie Bahn. Der stellt sich ihm in den Weg. Pass zu dem. Jetzt müsste der Kolb eigentlich einen nach oben. Ah, sehr gut, Kolb. Super. Super, duper. Langer Pass, leider kein Gegenspieler im Weg. Das heißt, wir kriegen keine Aktion. Aber wir kriegen den Ball auf jeden Fall durch. So, Steuer.
Der Schiff ist noch ein genauer. Sind alle ziemlich ungenau hier. Kommen wir da durch? Kommen wir durch, sehr gut. Und jetzt die letzte Aktion. Die letzte Aktion ist ein Schuss. Und er wird leider abgefangen. Schade. 0:0, erneut 0:0. Es ist verdammt schwierig geworden, Tore zu schießen. Ich kann das einfach nicht mehr. Reed hat ein Level Up, das ist sehr schön. Und Jotten war der Spieler des Spiels, kriegt dadurch auch noch ein Level Up. Das finde ich sehr, sehr gut. Soll weiter DM lernen. Soll bei DM in die Ausbildung gehen. $1,370. Sehr gut. Euro natürlich. 4 Ruhmpunkte und 2 Fans. Nice. Hey, wir sind sogar einen Platz nach oben gekommen dadurch. Yay. Sehr gut. Eieieiei. Na, ob wir vielleicht sogar noch den Klassenerhalt schaffen, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge, aber einer der nächsten Folgen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Football Tactics and Glory. Macht's gut. Tschüsschen. Die Aufnahme endet nicht. Tschüsschen.